Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Hier ist Phalanx Streams Koji. On air. Live on mic. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche. Und ja, wir haben uns hier heute verabredet, um Assassin's Creed Origins unsere Story weiterzuspielen. Ich hoffe, ihr habt alle richtig Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, gestern Abend war ich hier auf dem Dorf auf so einem Oktoberfest. Und diese Wortkombination. Also ich denke, es gibt einige Leute, die das Ausmaß dieser Wortkombination abschätzen können und mich verstehen, was jetzt das Problem hier heute Abend ist. Ich hänge den ganzen Tag schon so ein bisschen durch, aber das kriegen wir hin. Wir werden jetzt hier die nächsten, ja, wenigstens 2 Stündchen miteinander verbringen. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Und da will ich gar nicht jetzt lange rummachen. Wir schauen uns mal unseren Spielstand an von letztem Mal. Grüß dich, Alex. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Der treueste Fan. So, wir haben gespielt bisher. 7 Stunden 15. Und steigen da auch ein. Alex, du bist auf jeden Fall meine Nummer 1. Mach dir keine Gedanken. So, jetzt müssen wir mal eben schauen, wo wir hier das letzte Mal aufgehört haben, was wir eigentlich machen wollen. Kann man eigentlich Quests auch ablehnen, oder? Ist eigentlich egal, ne? So, wir sind Level 13, haben hier eine Level 12 und die machen wir auch mal. Frage ist... Wo ist es? Da oben. Ne, nicht da oben. Noch weiter oben. Hier oben. Ach, ich weiß auch, was es ist. Das war mit dieser Schändung an dem Tempel. Da haben wir das letzte Mal... Zeitlich konnten wir das nicht mehr machen. Sehr schön. So. Einmal drumherum. Nee. Hi. Oh. Ich hoffe, wir kommen hier rum. Sieht immer gut aus. So, da vorne müssen wir jetzt dann, also wenn wir jetzt hier durchs Wasser gehen, müssen wir jetzt wieder auf Krokodile aufpassen. Und gerade noch drüber geredet. Hier sind sie schon. Ach, da ist auch ein. Schön. Okay, das machen wir mal lieber hier mit dem Bötchen. Ich hoffe, das geht. Okay, aufsetzen, aber das geht. So, Autopilot. Gib den Weg frei! Es darf sich nicht. Gib den Weg frei! Freundlich wie immer.
Ich muss ehrlich sagen, ich konnte ja jetzt, dadurch, dass ich das letzte Wochenende so lange gespielt hatte, haben wir uns natürlich die ganzen Folgen für YouTube schon vorproduziert. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich jetzt heute erst am Sonntag wieder spielen kann. Und ich habe es auch schon ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte eigentlich am Mittwoch schon wieder gekonnt, so von der Laune her. Jetzt stelle ich fest, dass ich eine falsche Quest im Kopf hatte. Apollodoros. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Majas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Heodoros ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. So. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz hier Stream-Management machen, weil mir ist hier gerade was aufgefallen. Okay, gut. So, geht schon wieder weiter. Das weiter. Oh, da ist ein Feuerchen. So, und dann schauen wir nochmal. Wir müssen ja jetzt wieder darüber. Haben wir jetzt nur diese eine Quest bekommen oder noch mehr? Tatsächlich diese eine, die führt ja zum Meer. Und hier hat man... wieso steht da 24 Stunden übrig? Das sind wahrscheinlich so Quests, die man vom Spiel bekommt, die man in einer bestimmten Zeit abhaken muss. Ach so, oder nee. Können sie erst in 40 Stunden machen. Okay, das werde ich mal beobachten. Das habe ich noch nicht so ganz Ach, das sind wiederholende Aufgaben, die ich alle 44 Stunden machen kann, oder wie? Okay. Also.
So, dann, fahren wir erstmal in die Richtung. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Ich hätte gedacht, das geht einfach. Das ist nicht so geklappt. Schmeiß dir die Eingeweide raus! Kein schwerer Na? Schuss! Hey, was? Ja, ist hier gut. Ich hab das Ziel in Sicht. Den treffe ich. Warum darf er mich denn die ganze Zeit blocken und ich ihn nicht? Es ist doch schon wieder hochgradig. Du, das wollte ich tatsächlich auch machen. Ich wollte ein Attentat machen, aber wie das halt immer so ist mit dem Wollen und mit dem Machen, hat nicht so funktioniert. Wir versuchen das jetzt nochmal. Genau so wie gerade eigentlich. Na gut, jetzt ist es auch wieder zu spät. Eigentlich, oder? Ne, noch geht's. Vergiss mich nicht! Und schon wieder entdeckt worden. Das wollte ich auch wieder nicht. Hol mich hier raus! Was hast du hier? Du kannst nicht fliehen! Was? Okay. Hey, was? Gütiger Amun, rette mich! Okay.
So, dann haben wir wenigstens das jetzt schon mal erledigt hier wieder. Lass mal wieder reinkommen. Aber schon der da unten so doof rum? Gütiger Amon, rette mich! Ja. Das war's! Stirb! Okay. Einmal durchgezogen, den Jungen. Bitte vergiss mich nicht! Ja, ja. Bin ja schon da. Gütiger Amun, rette mich! Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Ja, genau. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Was stimmt nicht mit dir? Deine Zeit ist um. Schlitze ich auf. Alarm! Angriff! Stirb, Sturm! Stirb, du Bastard! Danke, Alex. Ja, es ist, nee, hab ich tatsächlich nicht. Das ist letztendlich alles nur, Alarm! Alarm! Mehr Schein als sein. Oh, da ist noch ein bisschen welche. So, was wird jetzt hier? Komm mit. Lauf doch. Warum rennen wir eigentlich? Also, was, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Warum rennt er denn durch die Stadt, um wegzulaufen? So, das ist ja Otto, ne? Du Narr, was denkst du dir dabei? Ja. Ha! Was jetzt? Bewege dich, bewege dich. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Na klar. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Du kannst nicht fliegen. Jawollo. So, jetzt muss ich mit ihm sprechen, das machen wir. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Ist auch schon wieder ein pfiffiger Typ. So, und dann lassen wir mal den Vogel los. Aha, okay. Jetzt haben wir es. Schön.
Wenigstens hat das in eine schöne Kiste gepackt. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Okay. Ja. Das hat geklappt. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Koji, alles zerstören. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe. Grüß dich, Fluchtwagenfahrer. Genadios. Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Ja, aber ich befürchte, wenn die mich hier spielen sehen, dann lehnen die mich in der Vollkasko ab. Bruder, Ptolemäus, zu jung und zu hohes Risiko, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Die Villa, aha. Der feine Herr. Der Monsieur. In der Villa erfährst du mehr. Er sagt es auch immer, ne? Dass er in der Villa lebt, ne? Sagt er schon ein paar Mal gesagt. Die Villa. Ach, ich lebe ja in der Villa. Hab ich schon erwähnt, dass ich in einer Villa lebe. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Grüß dich! Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere euch. Sie hat mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge. Sie ist nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun,
ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken. Gefeiert und geliebt. Und morgen okay, so. Ich lasse euch in den Sequenzen wieder ganz alleine. Also, ich bin da. Keine Sorge, ich laufe nicht weg. Aber ich will die Stimmung da nicht kaputt machen. Mit meinem Dazwischengerede. Ja, jetzt haben wir Kleopatra hops genommen. Und dafür dann als Dank einen direkten Auftrag bekommen. Schauen wir mal.
schauen uns mal an, was jetzt hier so passiert ist, weil jetzt gerade... Ups. Jetzt gerade gab es ja noch ein paar Sachen. Und zwar, schau mal auf die Ausrüstung. Wir haben ein Schild bekommen, ein neues. Nee. Ein schlechteres. Das wollen wir nicht. Alles klar, okay. Gut, jetzt ist das erledigt. Thema Quests, Thema Ziele. Ziele, es sind mehr geworden, wieder. Mehr aufgedeckt. Hyäne, Skarabäus, Krokodil und Echse. Und neue Quests bekommen. Hauptquest. Empfohlen für Level 15. Und ansonsten haben wir hoffentlich noch welche dazu bekommen. Nein. Erfahrungsgemäß kann man oder kann ich das spielen, dass ich sag mal, zwei Level Unterschied, dass ich zwei Level Unterschied schaffe, ohne Probleme. Also ohne Probleme ist eine Lüge, aber es klappt, ja. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht dann doch lieber mir noch ein paar Quests suche, Nebenquests, um noch mal ein bisschen was dazu zu kriegen. Hier zum Beispiel Hungriger Floß, das würde ich jetzt einfach mal machen. Oder wir würden das jetzt machen. Und dann holen wir uns dadurch mal ein bisschen RP. Ist ja auch nicht mehr viel. Es sind eigentlich nur noch 195 bis zum nächsten Aufstieg. So. So, und hier haben wir jetzt das goldene Magi-Abzeichen, also direkt für die Königin. Cool. Ja, richtig. Phalanx-Schild. Und ich bin auch tatsächlich froh, das wollte ich auch noch sagen, dass das Fluchtwagenfahrer dabei ist, weil wenn wir jetzt gleich wieder hier auf unser Dromedar steigen. Oder auf das hier. Dann kann der Fluchtwagenfahrer nämlich hier mal übernehmen. So. Und da sehe ich doch schon Blut am Boden. Was ist denn da los? Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Oder oha, die Banditen ein Massaker. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat deinen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Wir schaffen mehr Zeit! Ich muss weiter! Wir schaffen nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Ich mach weiter! Was heißt, hilft dem? Okay, das mache ich jetzt ganz kurz. Ich war zwar jetzt in einer anderen Quest, aber hier ist es, hilft dem Rebellen. Geklappt. Das ist egal. Also diese Quest habe ich tatsächlich verstanden, das habe ich jetzt mal so spontan angenommen und sollte jetzt eigentlich irgendwas machen, dem helfen. Aber wie ich dem helfen soll, war mir jetzt irgendwie nicht so deutlich. Du wirst sterben. Hörst du mich? Bewegung! Los! So, dann gehen wir mal zurück zu den Nilpferden und machen mal hier dicke Nilpferdecke. Bewegung! Los! Wow. Aber das ist ja schon tot, glaube ich. Sieht krass aus, ja.
Schick. Kann ich das von hinten mit einem Attentat? Nee, eigentlich nicht. Auf allen Dingen. Na. Oh, das ist aber unangenehm zu bekämpfen. Und ein Schild bringt gar nichts. Also hier geht eigentlich nur ausweichen. Und immer schön in die Foot stechen. So. Also am besten immer versuchen, dahinter zu kommen und dann in den Hintern zu stechen. Da macht man zwar nicht so die Mega Damage, aber das war jetzt gerade recht erträglich. So. Weiter geht's. Nächster. Ach, wir machen erstmal kurz einen Überflug, hab ich mir gerade überlegt. Da. Da scheint noch einer zu liegen. Da liegt auch noch einer. Okay. Dann holen wir erstmal den hier aus dem Gebüsch. Vielleicht müssen wir da gar nicht kämpfen. Okay, läuft. Sehr schön. Ja, die Dicken sind krass gefährlich und die sind ja auch im wirklichen Leben, also jetzt in Real Life, solche Flusspferde töten, also ich weiß nicht mehr, mit was das verglichen wurde, aber das sind übelst krasse Killer und durch die kommen jährlich enorm viele Menschen zu Tode, habe ich mal irgendwie gehört. Aber ich weiß leider nicht mehr, in welchem Zusammenhang, also mehr als, keine Ahnung, bei Autounfällen zum Beispiel oder so, aber ich weiß nicht mehr, wie der Vergleich war. Das kann sein, ja, tatsächlich. Ja, mit Löwen, das klingt auf jeden Fall plausibel und irgendwie, ja. Ja, das werde ich wahrscheinlich noch töten müssen jetzt hier. Oh, da hinten, die sehen aber biestig aus. Was mit denen jetzt hier? Greifen die an, oder was? Ach, guck mal, Tatsache. Die töten da hinten noch Leute. Schiss. Kann ich verstehen. Bin ich auch in meiner Stelle. Happy Hippo. Wo will der denn hinterher die Leichen hin haben? Hier oder? Ja, und dann latscht doch da nicht auch noch durch, Trottel. Kommt schon wieder das nächste Opfer jetzt gleich. Oder ist die Quest jetzt eigentlich schon durch? Nee, glaube ich nicht, ne? Bring die Toten zum Karren. Okay, das habe ich ja eigentlich jetzt schon einen Teil davon gemacht. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Ja, guck mal. Da hätte ich mal besser sofort geguckt. Alles klar. So, jetzt sehe ich sie auch alle hier. Guck mal, da ist wieder eins.
Und dann wird wieder getötet. Macht ihm gerade gar keinen Schaden. Das ist doch ein bisschen. Boah. Das ist aber garstig, das Ding. Der war gut. Na schön. Da ist schon wieder eins im Angriff. Großartig. Aber ich muss sie gar nicht töten, fällt mir gerade so auf. Steht gar nicht in der Questbeschreibung. Ist egal, warum es viel Spaß macht. Das hat so viel Spaß. Hier sind keine lebenden Nilpferde zu tun. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass hier morgen wieder was gibt. Ja, genau, Gepleder und auch ein bisschen Kampferfahrung jetzt für mich. Ja. Und für die Dorfbewohner ist es natürlich auch gut. Ja, die können dann hier in Frieden ihre Sachen machen. Müssen nicht ständig Angst haben, hier gefressen zu werden. Das passt doch. Okay. Was ist er jetzt da vor allem hier? Wow. Aber das scheint hier generell gerade so zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man die alle töten kann. Was jetzt? Ah, eine Schlange. Bist du dich? Ekelhaft. Oh, so Schlangen, ne? Schlangen ist überhaupt nichts für mich. Schlangen kann ich gar nicht. Also. Mögt ihr Schlangen? Also. Schlangen finde ich echt fies. Armer Vetter. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Und der hier? Ist er das vielleicht? Nein, der auch nicht. Ich würde helfen. Aber die Bestien sind mir über. Ja, ja. Ah, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe leider so ein Ziehen in der Schulter. Und außerdem möchte ich ja auch, dass du mal ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Ich kann dir ja nicht immer helfen. Ja, ja. Ja, das soll krass sein, so irgendwie so, Schlangenhaut soll sich, keine Ahnung, ich kann es mir nur vorstellen, ich habe es noch nie gemacht, aber, also gar nicht so glibberig, wie es aussieht, aber ich möchte es trotzdem nicht, ich finde die ganzen Viecher eklig, also so ist... Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Ja, aber so Schlangen generell, so, das sind für mich irgendwie, weiß nicht, warum man sowas erfindet. Oh.
Kann er da bestimmt, der letzte, glaube ich. Und Meketre war nicht dabei. Was soll ich jetzt tun? Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. So, dann schauen wir uns mal das Banditenlager an. Da kommen wir dann in ein neues Gebiet. Und wo war das nochmal? Hier irgendwo gab es noch diese... Das muss ich mir nochmal anschauen. Es gab irgendwo noch diesen Altar, den wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch einmal hin. So. Was soll ich jetzt tun? Erstmal ruhig sein. So. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich kann dir auch nicht bei allem helfen. Na, das wär's ja. Der ist in der Kneipe und wir laufen hier rum und... Ist das Mekete? Nein. Ist das Mekete? Nein. Wow. Okay, hier scheint schon mal irgendwas zu sein. Na, guck mal, hier sind sie überall. Hier laufen sie überall rum. Die Schergen. Die Strolche. Und warum wollte der Vogel jetzt nicht mehr? Zu weit weg, oder was? Okay. Ach, ich habe Krokodile gepult. Ich dachte schon, warum wollen da so Alarm? Und deswegen wollte der Vogel nicht mehr. So, dann gehen wir nochmal neu. Das ist der Chef. Der böse Chef. Da klettert einer. So. So, so. Er muss ja hier sein. Ach, da doch bestimmt, da. Da, zack. Okay, jetzt, Oh. Steigen wir erstmal ab. Und nehmen uns erstmal den hier oben. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Mhm. Sind sehr aufmerksam. Oh, guck mal, da ist noch einer. Du entkommst uns nicht! Hey, warum? Wer? Hab ich dich! Ja, wo kommt der denn her? Ah, ja, ist klar, komm. Ich will. Ich hab freie Schussbahn! Frisst das, du Ratte! Da fragt jemand nach seiner letzten Lebensdauer. Kommt dann erstmal weg hier. Ja, der Alex wieder. Läuft doch, ich weiß gar nicht, was hast. Drei sind schon weg.
So, nehmen wir uns jetzt da drüben. Noch der hin. Okay, dann jetzt. Ich hasse es, Wache zu schieben. Ja. Ich auch. Immerhin kriegen wir trotzdem unseren Anteil von der Beute. Beim nächsten Raubzug sind wir wieder dabei. So, dann warten wir kurz, bis der da hinten weg ist. Ja, so sneaky, sneaky, das bin ich nicht gewohnt. Immer mit der, immer durch die Tür, durch die, immer durch die Vordertür. Ja, so war das auch. Schön, schön, schön. So, jetzt ist die Frage. Können wir den? Aber die sind noch überall. Die haben wir nämlich noch nicht aufgeklärt, nicht, dass der Alex wieder meckert. So, dann machen wir das erst nämlich mal so. So, und dann nehmen wir uns noch tatsächlich erstmal die hier so drum rum sind. Den da kann man ja auch von oben anspringen. Ja, ich weiß. In meinen Ohren hört sich das an wie meckern. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Der da oder was? Du hättest nicht herkommen sollen. Wieso? Also wirklich? Geht in Position. Irgendein Hinweis? Noch nichts. Stirb, du Sau! Warum? Ich kann ihn treffen! Du hättest nicht herkommen sollen! Reiß dir die Eingeweide raus! Ich treffe ihn! Okay. Nicht ganz so sneaky sneaky, wie Alex das gerne gehabt hätte wahrscheinlich. Aber hat geklappt. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal aus der Luft an. Ich möchte eigentlich gerne mal auf diesen Chef da drauf springen. Aber ich weiß immer nicht, da sind natürlich jetzt noch ziemlich viele so drumherum. Okay, das hat gut geklappt. Läuft auf wie ein Heimspiel. Es brennt wahrscheinlich nicht weit genug, oder? Mach mal Feuer. Hey, wer war das? Da wollte ich auch hoch. Du bist jetzt rumschickt. Politik? Was? Wo wirst du dir nicht entkommen? Da bist du ja. Ja, da bin ich. Du wirst bluten.
Lager geräumt. Wo war ich? Kannst du mich befreien? Nö. Ich hol dich da raus. Ich geh jetzt wieder. Schön. Schnell, die Banditen vermehren sich wie Karnickel. Wo willst du denn hin? Na, das hat doch jetzt schön geklappt. Das war doch eine solide Leistung, würde ich sagen. Komm ran. Ach guck mal, er hat schon seine Dauer hier. Muss ich jetzt mit ihm reden noch? Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Danke. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gern. Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Humer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Der fette Humer. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Der dicke Humer. Den gab es damals schon. Okay. So, einmal ganz kurz ins Menü geguckt. Ausrüstung. Da hat's was getan. Was hat sich getan? Wir wissen es nicht. Und Fähigkeiten. Richtig, wir haben wieder Fähigkeitspunkte. Aber das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Denn wir gehen ganz kurz in die Pause. Ich hole mir was zu trinken. Zeit für euch, einmal ganz kurz vielleicht auf Toilette zu gehen und gleich geht's definitiv weiter. Ich denke, 2 Minuten sind wir wieder hier. Bis gleich.